Die Entstehung der Tuba führt uns in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und nicht nur das, sondern hier in Berlin ist es geschehen, so könnte man sagen. Berlioz schreibt der Tuba einen beeindruckenden Klang vor. Er sei voll und ausdrucksstark. Das ist ein, glaube ich, ein besonderes Instrument insofern auch, als es nicht nur akustisch, sondern auch optisch sehr, sehr präsent ist. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, seit ich vor ungefähr 30 Jahren die Posaune nach wirklich sehr, sehr kurzer Berührung in die Ecke gestellt habe, warte ich auf das Jahr der Tuba. Und jetzt hat sie es geschafft, die Tuba. Ein Hoch auf die Tuba, auf die Musik und für uns von der Schule aus vor allen Dingen auf die Gemeinschaft, die dadurch entsteht. Die Tuba ist ein sehr gesundes Instrument. Luftaustausch, wenn man es richtig macht, Luftaustausch ist sehr gut. Es gibt teure Yogakurse zur schnellen Atmung, die können Sie sich alle sparen. Sie können sich auch die Klangschalentherapie sparen.